Also es geht um die Liebe von einem König zu einer jungen, zu einem jungen, schönen Mädchen aus dem Land, die natürlich tragisch endet, weil der König hat natürlich auch eine Königin und die Königin hört davon, erfährt davon und sie lockt das junge Mädchen in den Palast und tötet sie grausam. Die Geschichte geht sehr weit zurück. Also es war so, dass die Kulturattaché der zypriotischen Botschaft in Berlin immer Konzerte organisiert hat und sie wollte natürlich, ich habe mit meiner Schwester, sie ist Sängerin, da ziemlich oft Konzerte gemacht und wir haben auch griechische Kunstvolkslieder auch aufgeführt. Und ich wollte aber auch ein Solostück haben, das irgendwie Bezug auf die Musik meines Landes hat. Und ich kannte dieses alte, mittelalterliche Volkslied und hatte es immer sehr gern gehabt. Das ist eine, könnte man sagen, eine Ballade, kann man das so nennen? Eine mehrstrophige Ballade im landestypischen Idiom. Und ich habe dieses Lied sehr gemocht und dachte, ich könnte sehr gut Variationen drüber schreiben. Und natürlich habe ich das, was jeder Gitarrist macht, richtig Programmmusik, schöne Kantilen für die schöne Liebe am Anfang, Flageolettöne und dann rauschende Akkorde für die dramatischen Stunden. Und dann habe ich sie regelrecht auch getötet mit 8 schräge Akkorde, also richtig tote Stiche. Wie der Schluss war, erinnere ich mich, das war in Rascano. Ja, ja. Und zu der Zeit habe ich aber eine sehr, sehr schöne Komposition, habe ich irgendwie erfahren, dass Ais Orchesterstück. Ein Orchesterstück. Ganz so, wie ein bisschen wie vollem Orchester, ja. Ja, wie ein symphonisches Gedicht. Wie ein symphonisches Gedicht über dieses Thema. Ja, und ich habe mich da hingesessen. Eigentlich, wir sind jetzt in Alona und da gegenüber ist ihr Sommerhaus. Und da habe ich mich 2 Sommer in der Garage eingerichtet und da in Ruhe komponiert. Und dann alles, was ich so da geschrieben habe, jeden Tag oder alle paar Tage, habe ich ihr gezeigt. Habe ich gesagt, nein, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und du sollst das hier verändern und diesen Griff kann keiner machen. Ja, jedenfalls, bis Ende haben wir uns zusammengefunden, quasi. Und ich habe ein vollkommen neues Stück da geschrieben. Statt so eine Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio. Thank you.
Freunde, Familie, ich habe ihn Onkel genannt, Leandros hieß er. Und er war Musiklehrer, also im Gymnasium, war sehr gut befreundet mit meinen Eltern. Und der konnte selbst x Instrumente selbst beigebracht. Und ein unglaubliche Opern und gute Musik fand. Der kam sehr oft zu uns nach Hause und hat uns alle, aber wirklich die neuesten LPs gebracht. Ja. Alle diese schönen Gallas-Aufnahmen, die alten, alle Opern. Und meine Schwester hat sehr, sehr gerne gesungen, schon eigentlich in sehr jungen Jahren. Und eines Tages erscheint er mit einer Gitarre und sagt, pass auf, ich bringe dir auch Gitarre bei. Und wir haben so ein paar Carulli-Stückchen gespielt. Und ich erinnere mich, es war immer heiß im Sommer. Und es gab keine Haltung, auch keine Fußbank. Also einfach mit so gekreuzten Beinen, so wie die Lautenisten sitzen. Die Sache war die, dass er immer gesagt hat, ich erinnere mich wie heute, also deine rechte Hand ist super. Und irgendwie hat er recht gehabt, meine rechte Hand war besser als die linke. Genau. So hat es begonnen. Sind noch drin. Ich hole die auch dann. So, nimmst du auch eins? Hast du auch ein Messer? Ja, die Schüssel klingt aber schön. Pass auf. Und noch einmal. Hier. So, dann hier. Dann. Machst du so? Wir haben hier eine Kamera, hallo. Also wirklich. Ich wusste, dass das passiert. Schau, das ist die alte Treppe zur Kirche. Wer sind die Leute da? Herkules. Agios Georgios, also der heilige Georg. Und Mater Theou, Gottes Mutter. Als ich klein war, wir sind also in den Sommermonaten immer da. Also, wir haben ein Haus gemietet und wir waren fast 2 Monate in diesem Dorf. Mein Vater war überglücklich, weil er konnte überall seine geliebten Landschaften also malen. Nun, also am Sonntag sind wir immer in die Kirche gewesen in der Früh. Und wir Kinder, natürlich, wir saßen nirgendwo drin. Und für mich, es gab, wenn du durch die Altartür, denn es ist in den orthodoxen Kirchen ist es so, du hast also die Ikonen und dann ist in der Mitte eine Tür und der Altartisch ist nicht vor diesem, vor den Ikonen, sondern hinten in einem Raum, der immer zum Osten, nach Osten sieht. So, und hinter dem Altartisch am Ende gab es ein blaues, also ein Fenster mit einem blauen Glas. Ich war ganz sicher, dass hinter diesem Fenster also sicher der Himmel ist. Und ich habe immer ganz andächtig zugeschaut. Ich war bombensicher, es ist der Himmel. Eines Tages, als ich ein bisschen älter war und selbst also allein herumlaufen konnte, wir sind mit den anderen Kindern so um die Kirche herumgelaufen. Plötzlich sehe ich da, das ist ein ganz gewöhnlicher Garten. Und es war eigentlich der Friedhof, also da hinten. Ich war sowas von enttäuscht, sowas von abrupt geerdet.
Schau, da steht Christodoulos Kanthos, das ist der Vater. Gestorben am 13. April 1937. Mein Vater war immer abergläubig, was die Zahl 13 betrifft. Eben aus dem Grund. 58 Jahre, und das ist seine Mutter, und sie hieß Evgenia, deswegen heiße ich auch Evgenia. Die ist 83 geworden. Und letzte, mein Vater, Telemachos, 1910 geboren und 93 gestorben. In Zypern gibt es in jeder Stunde ein ganz anderes Licht. Und das hat er immer versucht aufzufangen. Auf diese dreimal an drei darauffolgenden Tagen zur gleichen Stelle gefahren, um das Bild fortzusetzen und fertig zu machen. Das Licht ändert sich sehr schnell. Oft gibt es nur so eine halbe Stunde das bestimmte Licht, und das wollte er immer fangen. Ich komme aus einer Malerfamilie, alle um mich herum, mein Vater, mein Onkel. Ihr seht, wir sitzen vor einem Lieblingsmotiv meines Vaters. Das hatte auch diesen hier, die Öffnung zum Tal, die gibt es auf viele Bilder. Also mein Vater, sein Bruder, meine Tante mütterlicherseits, die waren alle Maler. Und meine Schwester und ich waren auch sehr begabt in Malerei. Und ich war bestimmt, und ich wollte es auch gerne weitermachen, nur es kam dazwischen ein Ereignis, was unser aller Leben ein bisschen umgeworfen hat. Das war die türkische Invasion. Also ich bin quasi nach Wien gekommen, und ich konnte ganz wenig Gitarre spielen. Und das hat irgendwie gereicht, oder es war ein Anfang, und Karl Scheidt, der hat gefunden, ich könnte bei ihm studieren. Und so kam ich rein und habe parallel für ein Jahr mich für die Aufnahmeprüfung in der Kunstakademie vorbereitet, und die andere Hälfte habe ich Gitarre studiert. Und am Ende hat Gitarre gesiegt. Die Geschichte, wie es in der Legende erzählt wird, ist noch viel grausamer. Der König kommt zurück wütend und tötet auch die Königin in Vergeltung, zu was sie gemacht hat. Die wahre Geschichte, worauf das passiert, ist gar nicht so schlimm. Das Mädchen ist kein Mädchen vom Land, sondern eine adlige Frau, die ist schon schwanger, und die wird gefoltert von der Königin, damit sie das Kind verliert, abtreibt. Das gelingt nicht. Und sie ist irgendwo in ein Schloss eingekerkert, geschlossen. Das Kind kommt zur Welt, keiner weiß, was da passiert. Und die Frau endet ihr Leben in einem Kloster. Und die Königin wird nicht getötet. Das ist die historische Geschichte. Aber das Volk hat das irgendwie viel romantisiert, sagen wir, und viel grausamer da gemacht in dieser Legende.